Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr im Qualifying eure Batterie, also das ERS, am besten einsetzen könnt, um eine schnelle Runde zu setzen, wann ihr den Hotlap-Modus benutzen müsst, Überholen-Modus, wann eure Batterie mal ausgeschaltet werden kann vielleicht. Das zeige ich heute. Viele haben gefragt, wie man das macht. Das zeige ich euch heute gerne in meinem kleinen Tutorial. Ansonsten werde ich auch noch ein Video dazu machen, wie ihr das im Rennen anwenden könnt. Deswegen lasst gerne ein Abo da und ein Like für die nächste Folge dann, wo ich dann zeigen kann, was im Rennen wichtig ist fürs ERS. Ansonsten kann ich auch noch zeigen, wie ihr die Reifen einsetzen könnt, vielleicht, dass ihr perfekte Reifenabnutzung habt fürs Qualifying und noch perfekte Reifen fürs Rennen, kann ich auch noch gerne zeigen in einem anderen Video. Heute geht es darum, zu zeigen, wie man die Batterie einsetzen kann im Qualifying. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier raus, wählen unser Setup hier aus in Österreich. Wir sind im Qualifying quasi drin, simulieren einmal so eine Session durch und wählen hier einfach unser Setup erstmal aus. Ich habe hier ein Setup, was ein bisschen reifenfressender ist. Deswegen wählen wir das ein bisschen aus. Und stellen hier, schon mal was ganz wichtig ist, das Getriebe, die Motorbremse auf 100%. Denn so wird die Batterie schneller aufgeladen durch die Motorbremse. Und man hat mehr an ERS auf der Strecke auf jeden Fall in der Batterie drinne. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, Wetter müsste eigentlich alles in Ordnung sein. Und wir fahren dann einmal hier raus. Und ich zeige euch einmal, wie ihr hier die Batterie einzusetzen habt im Qualifying, damit ihr hier die beste Pace raushauen könnt. Viele wissen es noch nicht, viele sind schon Experten, wissen wie es geht, aber viele eben auch noch nicht. Deswegen mache ich für euch quasi das Video einmal hier. So, wir fahren jetzt erstmal raus. Ich zeige euch einmal hier eine Runde, wie ich es jetzt fahren würde hier im Qualifying. Ihr könnt kurz mal auf achten, vielleicht seht ihr schon, was ich dann mache. In der nächsten Runde werde ich dann erklären, was genau ich jetzt hier ein- und ausgestellt habe, damit ihr hier auf jeden Fall ein bisschen mal an die Hand genommen werdet. Ich habe viele Tutorials gesehen auf YouTube, aber alle auf Englisch hier im neuen Teil. Deswegen hier mal ein schönes deutsches Tutorial für euch, wie ihr die Batterie am besten einsetzen könnt. Klar, es gibt noch andere Varianten, ich kann mal gleich ein paar zeigen, die man hier ändern kann ein bisschen. Es gibt viele, die es ein bisschen anders machen als andere, aber ich zeige jetzt hier mal die bekannteste Variante erstmal so ein bisschen. Wie es auch Jano Opmir macht, E-Sportler so ein bisschen, die machen das auch hauptsächlich so. Ich fahre immer die Outlap erstmal auf keine Batterie, um hier einfach nichts zu verschwenden. Wir haben hier die Anzeige in grün, wie viel Batterie wir pro Runde raushauen dürfen, ist begrenzt. Deswegen zeigt das zeigt der grüne ist begrenzt. Das zeigt hier der grüne Balken. Der gelbe Balken darunter zeigt an, wie viel geladen die Batterie noch quasi ist, wie viel wir noch raushauen können. Und die Prozentanzeige dazu steht daneben, klar. Und der rote Balken, der jetzt noch nicht zu sehen ist, neben dem Überholen-Schriftzug, der zeigt an, wie viel man aufladen kann noch pro Runde. Ist auch ein bisschen begrenzt. Irgendwann, wenn der voll ist, lädt es viel, viel schlechter aus auf die Batterie. Das heißt, wir lassen erstmal die Autos vorbei, setzen einmal kurz die Runde. Dann würde ich sagen, danach erkläre ich einmal, was ich genau gemacht habe. Könnt mal kurz zugucken, wie ich die erste Runde jetzt hier erstmal setze. Chillig. So, war jetzt nicht die beste Runde, war jetzt auch nicht vollkommen gepusht. Eine 1,48 ist in Ordnung. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, wie ihr das denn jetzt hier am besten einsetzen könnt. Erstmal, ich mache es immer hier so in Österreich. Habe hier schon so ein bisschen meine Routine drin, wann ich jetzt auf welchen Modus stelle. Habt ihr vielleicht schon ein bisschen gesehen jetzt. Wir laden kurz Batterie ein bisschen auf. Man sieht jetzt hier, wenn ich auf keine Batterie stelle, kann man hier die Batterie wieder aufladen, ganz entspannt. Das heißt, wir sehen auch den roten Balken, der sich jetzt links füllt. Das heißt, jetzt ist der rote Balken voll und die Batterie wird jetzt langsamer auf jeden Fall aufladen als vorher. Aber
trotzdem immer noch ein bisschen auf jeden Fall aufladen, aber nicht mehr so rasant wie davor. Das heißt, jetzt ist die Batterie gleich wieder voll. Wenn wir hier eine Runde auf jeden Fall gefahren sind ohne ERS, lädt das jetzt im neuen Teil auf jeden Fall viel schneller auf als im letzten Teil. Man hat viel mehr ERS zur Verfügung. Und ich fahre noch einmal kurz rein in die Box und dann erkläre ich euch ganz kurz Schritt für Schritt, wie ich jetzt hier vorgegangen bin in Österreich. Kann euch noch eine andere Strecke noch kurz zeigen, damit ihr so einen kleinen Vergleich habt. Ist auf jeder Strecke ein bisschen anders, weil es einfach andere Kurven, andere Rausbeschleunigungsstrecken natürlich sind, wo man ERS ein bisschen einsetzen muss. Ist an sich ein kompliziertes Thema, aber wenn man ein bisschen so weiß, wann man welche Situation anpassen muss, dann kann man das auf jeden Fall easy hinbekommen, auch für die nächsten Rennen und auf andere Strecken darauf anwenden. Deswegen erkläre ich gleich mal ganz kurz, worauf es dann ankommt und wir fahren einmal nochmal raus. So, wir fahren also nochmal raus auf frischen Reifen und jetzt zeige ich euch Schritt für Schritt, worauf ihr achten müsst. Wir sind also jetzt quasi hier auf der Outlap und fahren auf unsere schnelle Runde jetzt gleich. Immer noch sind wir hier auf dem niedrigen bzw. kein ERS-Modus. Und gleich bevor wir jetzt hier in die erste Kurve reingehen, zeige ich euch ganz, ganz langsam, wie ihr jetzt hier Schritt für Schritt am besten handhabt. Und zwar stelle ich hier meistens schon auf Hotlap um, damit wir hier perfekt rausbeschleunigen können. Setze hier schon, bevor wir über Start- und Ziellinie sind, setze ich hier schon ERS ein, weil, nachdem wir eingesetzt haben hier, setzt sich der ERS-Einsatz pro Runde nochmal zurück auf der Start- und Ziellinie. Deswegen haben wir da eh quasi noch ein bisschen Puffer und können dann da davor schon aus der Kurve rausbeschleunigen, viel Tempo mitnehmen und hier mit DRS auf der Geraden auf jeden Fall voll reinpushen. Ich lasse den immer noch auf Hotlap, weil wir versuchen hier mit viel Schwung auf die Gerade zu kommen. Wir aktivieren DRS und aktivieren auch ein bisschen wieder ERS, um hier die Gerade möglichst viel Speed auszufahren. Hier fahre ich meistens dann auf 60, irgendwie manchmal auch 53 Batterie hoch dann. Wieder immer noch auf Hotlap, um hier gut raus zu beschleunigen. Wieder Batterie beim Beschleunigen raushauen, ERS auch aktivieren. Immer wieder beim Rausbeschleunigen, extrem, extrem wichtig, früh auf Geschwindigkeit zu kommen, damit man hier einfach schnell die Geschwindigkeit erreicht. Hier stelle ich dann in dieser Kurve, vor der Kurve, auf Mittel, weil wir hier ein bisschen was einsparen können. Aber hier ganz schnell schon wieder auf Hotlap, um die schnellen Kurven möglichst mit Batterie wieder zu fahren. Aber fahren wir ohne aktivieren. Fahren die Kurven hier erstmal schön dann immer durch. Haben dann optimalerweise ungefähr 20% noch von der Batterie. Eigentlich haben wir nicht mehr so viel übrig. Ich bin meistens mit 15, 20 Batterie noch am Durchbrettern. Hab mal auf Hotlap-Modus und versucht dann hier erstmal zu überleben noch. Haben dann 10%. Die 10% verballern wir noch hier auf Start- und Zielgerade. Und dann haben wir hier ein rundes Ding draußen, damit wir hier die Batterie optimal genutzt haben. Aber ich würde die Batterie nicht unter 10% fahren vor den letzten zwei Kurven. Passt da ein bisschen auf. Die letzten 10% könnt ihr noch raushauen auf den letzten Metern. Da verliert man dann wenig an Pace, wenn man die dann ein bisschen leerer fällt, die Batterie. Die E-Sportler fahren die auch immer ganz aus dann gegen Ende. Aber nicht zu früh, weil dann ist die Geschwindigkeit oder die Pace ein bisschen weg davon von der Batterie. Und man hat ein bisschen weniger Leistung abrufen kann. Deswegen, passt hier ein bisschen auf, immer ein bisschen handhaben. Und bei solchen Kurven hier stelle ich manchmal auf Mittel um. Müsst ihr nicht unbedingt machen. Könnt auch, also viele fahren auch mit Hotlap durch die ganze Runde. Und immer mal wieder ein bisschen, wenn sie rausbeschleunigen, pushen sie ein bisschen auf Überholmodus. Macht euch am besten ein Bein dafür, dass ihr irgendwie auf dem Lenkrad, habe ich es oben rechts hier drauf, dass ihr da einfach drauf drücken müsst. Dann habt ihr quasi das Rausfeuer in der Batterie und könnt wieder wegmachen. Manche drücken auch drauf und behalten es dann damit an. Man kann das auch einstellen, dass man das quasi durchs Draufdrücken aktiviert und dann auch gedrückt halten muss. Ich mag es mehr, wenn man es einmal aktiviert, immer wieder draufdrückt, wieder deaktiviert. Aber so sieht das hier aus. Zum Beispiel in Österreich, aber jede Strecke ist anders dafür, muss ich sagen. Zum Beispiel ist es in Zandvoort ganz, ganz anders. Da fahre ich meistens eigentlich alles auf Hotlap, weil das ist so eine enge Runde mit so vielen Kurven. Da brauchst du überall Hotlap, kannst immer ein bisschen raushauen. Da kannst du quasi fast gar nicht Batterie leer fahren, weil du so viele Kurven hast. Da kannst du fast nur auf Hotlap-Modus fahren. Aber speziell ist auch nochmal die Strecke Belgien, muss ich sagen. Können wir mal reingehen kurz, weil da ist natürlich auch mit dem Limit mal so ein Ding. Eine sehr, sehr lange Strecke und da das ERS aufzusparen, ist ein bisschen anspruchsvoller. Da gehen wir mal kurz hin. Aber ich würde immer auch am Anfang der Runde, bevor wir über Start und Ziel fahren, schon ein bisschen Batterie nutzen, um auf den Speed zu kommen, weil dann wird das so zurückgesetzt mit dem Limit, was man aufladen kann pro Runde. So, das heißt, wir fahren jetzt hier zur ersten Kurve. Holen hier auf jeden Fall weit aus, stellen jetzt schon auf Hotlap-Modus und ballern jetzt hier quasi schon was raus mit DRS, bevor es zur Start und Ziel geht. Dann schalten wir aus und sparen jetzt ein bisschen Batterie. Immer noch auf Hotlap-Modus, gehen wir in die erste Kurve rein. Zack, zack. Beschleunigen raus, mal rausbeschleunigen. Bisschen was Batterie raushauen. Ich würde sagen, ungefähr 80-75% behalten wir dann noch. Behalten wir auf Hotlap. Fahren jetzt hier die Runde.
DRS wird aktiviert. Hauen wir gar nicht mal wirklich viel Batterie hier raus mit der auf der Geraden. Lassen wir so und stellen jetzt einmal vor der Kurve auf Mittel. Denn hier können wir eh nicht viel Batterie in Anspruch nehmen. Ich stelle meistens jetzt hier schon wieder auf Hotlap und baue da ein bisschen was raus an Batterie. Denn jetzt kommen wieder gleich ein bisschen schnellere Kurven, wo wir ein bisschen brauchen können, die Batterie. Zack, haben wir auf Hotlap gestellt, kommen hier ganz gut durch, denn hier brauchen wir auf jeden Fall viel für den Exit. Wieder ein bisschen was rausfeuern, aber nicht zu viel, weil in Belgien brauchen wir viel Batterie gleich für das Ende auf jeden Fall auch noch. Einmal hier durch die Kurve durch, Track Limits bekommen, ist jetzt egal erstmal. Wollte jetzt erstmal nicht zu sehr einlenken. Hier mache ich nochmal auf Mittel, denn hier brauchen wir wieder nicht so viel für den Exit. Aber wie gesagt, könnt ihr voll auf Hotlap durchfahren. Wenn ihr ein bisschen spart, kriegt das auf jeden Fall hin. Und jetzt hier nochmal schön die Kurve bekommen. Und jetzt natürlich hier auf der Geraden. Man sieht jetzt schon, der grüne Balken geht jetzt gut runter hier. Das ist unser Limit, wovon ich eben gesprochen habe. Weshalb wir da ein bisschen am Start hier schon Gas gegeben haben mit Batterie. Denn der ist in Belgien immer hier sehr am runtergehen. Das Einsatzlimit pro Runde nämlich. Dann haben wir jetzt hier nicht mehr viel zum Einsetzen in dieser Runde. Aber noch ein bisschen was für die Start- und Zielgerade hier mit DRS können wir noch rauspfeffern. Und das ist ganz wichtig. Jetzt zack, zack, Einsatzlimit erreicht und zack, sind wir über Start und Ziel. Klar, Track-Limits erreicht gehabt eben. Aber jetzt wisst ihr ja auch in Belgien, muss man ein bisschen mehr handhaben mit der Batterie. Könnt trotzdem hier, wenn ihr da nicht viel umstellen wollt, Hotlap-Modus fahren. Immer wieder ein kleines bisschen was rausfeuern vielleicht. Aber man muss hier echt ein bisschen mehr sparen in Belgien. Um hier einfach nicht in Bredouille zu kommen mit der Batterie. Nicht so einfach in dem Teil leider, aber wie gesagt, wenn ihr so ein bisschen wisst, okay, es sind viele Kurven, wo man nicht viel rausbeschleunigen muss auf eine lange Gerade oder sonstige Sachen, könnt ihr erstmal kurz auf Mittel stellen und dann, wenn ihr wisst, okay, jetzt müssen wir rausbeschleunigen auf eine schnelle Gerade wieder, dann gerne auf Hotlap stellen, damit ihr da die nötige Performance habt für die Gerade, um da einfach Zeit zu sparen, ne, ganz wichtig. Und so viel dazu, Leute. Falls ihr noch Fragen habt, gerne die Kommentare reinschreiben. Da werden wir auf jeden Fall hier beantworten, viele Fragen. Ansonsten werde ich auch in der nächsten Folge mal zeigen, wie ihr im Rennen am besten das anwenden könnt, euer IRS. Da habe ich auch mal meine Taktiken immer so ein bisschen, wie man das handhaben kann, mit DRS dann auch natürlich und so weiter. Deswegen lasst gerne ein Abo da für die nächsten Folgen. Ansonsten kann ich auch gerne noch zeigen, wie ihr am besten hier im Qualifying die Reifen benutzt, dass ihr hier ein bisschen im Qualifying frische Reifen habt und im Rennen dafür auch, dass ihr hier gut pushen könnt, 3 Runden und im Rennen trotzdem noch einen fetten, frischen Satz dabei habt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen und wir sehen uns am nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüss.